Alexa, was geht denn bei dir ab? Junge! Willkommen zu diesem Video extra für dich. Du gibst... Hoppala, wow, ich sag hier rumkloppe. Du gibst uns die Chance 3.0. Ich bin das erste Mal dabei. Ich nehme auch an, dass ich direkt gewinnen werde. Also beim ersten Mal. Ja, ich werde hier live etwas erspielen. Ich werde jetzt live einfach vor mich hindödeln, so wie ich meine Sachen immer mache. Es ist sicherlich was du noch nicht kennst, beziehungsweise was deine Zuschauer oder die Zuschauer, die über dich jetzt hierher kommen, noch nicht kennen. Oh mein Gott, das geht schon los. Hey, ich mache meine Videos schon immer so, wie ich sie jetzt eben hier mache. Es ist immer so eine Art Best-of-Zusammenschnitt. Ich erspiele die Sachen immer direkt live. Ich nachkommentiere, das ist nicht so meins. Finde ich nicht, oh mein Gott. Finde ich nicht schlecht, aber ja. Ich erspiele es selbst, ich bin jetzt nicht der Beste, aber auf der anderen Seite ist es ja fast wurscht heutzutage, wie das Gameplay ausläuft, weil verläuft. Die Leute machen meistens ja irgendwie, yo, hier ist mein 100:1 Gameplay mit meinem Messer im Rücken und ich bin bei McDonald's. Also das ist irgendwie komisch, ne? Die Leute machen dann immer einfach irgendwas oder telefonieren mit irgendwelchen Leuten und oh mein Gott, bin ich gut. Und ja, das ist dann nicht mehr, ich weiß nicht, ob das dann noch so wichtig ist, das Gameplay überhaupt im Hintergrund. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich schlecht bin, weißt du, es ist nicht schlimm. Hallo, hey! Jacqueline, was machst du? Ja, es ist nicht so tragisch, ja, wenn man nicht so gut ist. Ach, er ist nicht mehr da. Timmy? Ah! Don't shoot me, please! Ja, ich will die Snipe, bitte. Ich finde das generell eine komische Richtung, in die halt manche gehen. Manche, nicht alle, ne? Also so die meisten, zack, zack, ultra cool, Commentary, bla bla bla, Lirum Larum, alles cool, ne? Deine Sache natürlich, ja. Aber manches ist schon ein bisschen komisch, findest du doch auch, oder? Barca, wir unterhalten uns hier gerade in diesem Kommentar. Ist schon ein bisschen komisch, oder wie das alles so wird. Die Leute machen halt wirklich komplett andere Sachen. Also irgendwann ist es, finde ich, zu abwegig. So von wegen, yo, hier ist mein Pistolen-Gameplay mit deiner Mutter und nebenbei spiele ich Battlefield. Ja, ist irgendwie das... Das ist ganz merkwürdig, ganz merkwürdig. Es ist nicht mehr so, nicht so Commentary-mäßig, wie ich das, wie ich Commentaries kenne, ja? Also, man bezieht sich doch etwas, wenn man schon nicht live spielt, muss man doch, man bezieht sich doch etwas aufs Spiel, sowas von, man hat irgendein Hauptthema, über das man spricht und dann sagt man zwischendurch, oh, guck mal, wow, den habe ich aber gut getroffen, hohohoho. Wisst ihr, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine, Barca? Du weißt doch, wie ich meine, Barca. Ja, du weißt, wie ich meine. Natürlich weißt du das. Und ja, es ist halt, es ist schon eine schwierige Geschichte. Und deswegen mache ich hier, zeige ich dir jetzt einfach mein Ding, so wie ich das immer mache. Ja. Bei mir ist für dich vielleicht neu, ist für dich sicherlich neu, bei mir sind halt Schnitte drin. Also ich, unwichtige Stellen werden sofort weggepimmelt, weil die einfach unwichtig sind. Wow. Hey, 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 Bongard, gell, bleib mal. Ja, und mein Name ist eben auch der Dummbabbler, also... Musst du natürlich jetzt auch erwarten, dass ich etwas viel nicht so Kluges erzählen werde. Oder ich sag mal so, nicht so Sinnvolles. Oh mein Gott, ich bin natürlich scheiße klug. Aber der Sinn hinter meinen Worten versteckt sich oft hinter den Worten selbst. Weißt du? Und ja, deswegen, weißt du Bescheid, du musst das Wasser sein. Das komplette Business, sag ich mal, hat sich auch stark gewandelt. Früher hat man wirklich mit einem guten Gameplay, nur ein reines gutes Gameplay und jemand, der dazu total schnarchsackmäßig erzählt hat, der ist groß geworden, weil einfach das Gameplay fett war, ne? 100 Nukleares auf einmal ohne Messer mit rückwärts laufen. Aber heutzutage, das hast du ja auch in deinem Video, ne? Hast du gesagt? Da ist, der Kommentator an sich rückt immer weiter in den Vordergrund. Man muss einfach ein guter Kommentator sein, du musst, dein Charakter, ja, muss überzeugen. Dein Charakter. Gute Gameplays kannst du dir von überall herholen. Ist völlig wurscht, völlig bums, du musst nicht gut sein. Jetzt mal ohne die ganze Zeit zu übertreiben. Du kannst dir ein schönes Nuklear-Gameplay holen. Den habe ich gut geholt. Ich weiß, den habe ich schon gut geholt. Pinde College! Ja, okay. Du kannst dir ein schönes Nuklear-Gameplay von überall holen, ne? Also Gameplay-technisch ist es fast egal. Du kannst ja nah machen als Gameplayer-Spieler, aber weißt du, wie ich meine? Wenn du kommentierst, wenn du Commentaries machst, dann muss das Commentary gut sein. Da musst du die Leute unterhalten. Und, also ich meine, wem erzähle ich das? Du kennst dich ja aus. Aber, viele vergessen das irgendwie. Die holen sich Videos, die holen sich, oder erspielen sie selbst richtig gut, sind echt gut. Und hocken dann aber da und sagen, willkommen zu meinem, Commentary. Hier habe ich eine 100er Nuke rausgehauen. Den habe ich echt schön geholt. Ja. Ne, das ist irgendwie nicht so cool. Das ist nicht so cool. Man will doch unterhalten werden. Jetzt geht doch mal zur Seite. Ich will schon ein bisschen... Oh Gott, guck mal, wie ich den geholt habe. Oh, guck mal, jetzt raste ich aus. So, jetzt raste ich aus. Guck mal, jetzt gehe ich rein. Jetzt fick ich sie weg. Oh, fuck, das war meine. Aber ich habe ihn noch geholt. Hast du gesehen? Ja, bisschen peinlich. Bisschen peinlich. Natürlich muss einem sowas auch gefallen. Diese Art, wie ich jetzt die Videos halte. Ich finde aber, ich bin doch dennoch ziemlich nah an einem guten alten Commentary dran. Wie jetzt jemand, der, wie gesagt, irgendwie falsch im Springen geht. Während einem Gameplay. Das ist irgendwie nicht mehr so sinnvoll. Das ist nicht mehr so sinnvoll, wisst ihr? Aber ich habe ihn noch geholt. Wer messert mich denn da weg? So ein bisschen muss man ja auch noch aufs Spiel eingehen. Finde ich einfach, aber gut.
Und da ist das Spiel schon zu Ende. Ich brauche noch kurz ein Stück. Ich brauche noch ein Stück. Es, wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich finde, man sollte nicht zu weit von der Anfangsmaterie, von der Quelle weggehen. Aber man soll schon seinen eigenen Kram machen. Man soll sich ja selbst in dieses Medium-Commentary hinein drücken. Und das ist halt meine Art, wie ich das mache. Falls ich gewinne, ich meine natürlich, wenn ich dann gewonnen habe, dann unterstützt du mich so weit in meinem Bestreben, die Community, kleine gute YouTuber, weiter voranzubringen, indem du mir eine größere Reichweite verschaffst und somit auch meinen Leuten, die ich pushe, beziehungsweise die ich versuche weiterzubringen, unterstützt. War das ein ganzer Satz? Ich glaube schon. Denn ich veranstalte ab und an Community-Abende, an denen einfach Leute, Freunde, YouTuber, ne, die man eben so kennengelernt hat, an denen die Leute teilnehmen dürfen. Hallo. Ich bin so fucking gehört. Ich verlinke die Leute in der Beschreibung und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn ich größer bin, haben die Leute auch wiederum, kommt mehr bei rum. Also von daher, ja, in meinem Bestreben, der Community zu helfen, wirst du mir dann helfen. Wenn ich gewinne. Ja. Ich hoffe, dass du das, was ich hier mache, nicht als irgendwie Abnormität ansiehst oder, ne, als irgendwas ganz Merkwürdiges, sondern einfach als etwas Neues, ohne die Quelle komplett zu zerstören, ja. Von hinten, mein Freund! Ja, und wenn du das so siehst, dann nehme ich auch schon stark an, dass du das sicherlich, dass du es möglicherweise fördern willst. Da unten kommt doch einer hoch und da drehe ich mich und werd irgendwie, bin gestorben. Dann kommt noch ein Versprechen hier an alle samt. Ha. Wenn ich gewinne, mache ich, natürlich, werde ich mir für das nächste COD-Commentary ein Gameplay holen. Und nicht so vor mich hin pimmeln wie so eine Giraffe. Was mache ich denn? Sind Giraffen schlecht? Also jetzt einfach so an sich, also die Giraffen sind schon ziemlich cool, die kommen an hohe Sachen ran und so weiter und so fort. Also ich bin eher eine Wühlmaus oder sowas hier in dem Spiel. Irgendwas Schlechtes. Irgendwas Schlechtes halt. Ich hab noch ein bisschen reinzuhusten, tut mir leid. Oh, wer schießt denn da, Jim? Unserer. Ja, okay. Also dann vielen Dank, ja, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne. Und ja, macht's gut, gell? Mach's gut, Barca. Ciao, ciao.